Nach ganzen 8 Jahren sind Mode Selector jetzt zurück. Okay, es ist jetzt auch nicht so, als wären sie weg gewesen. Sie waren einfach nur sehr, sehr gut beschäftigt. Und zwar mit ihrer Techno-Supergroup Moderat, die ihr bestimmt eh alle kennt. Dieses Jahr kam jetzt ein neues Album von Mode Selector. Und wir haben die beiden Herren getroffen auf dem Primavera Sound in Barcelona. Sozusagen die ersten Informationen bekommt, so man weiß, wenn spät auf dem Primavera, dann guckt man sich mal so das Line-up an, man ist völlig erschlagen, was für aber wirklich ein hochqualitatives Booking hier vorherrscht. Politisch waren wir ja beeinflusst bei dieser Platte, weil es war, wurde ja immer absurder, während wir die Platte gemacht haben. Das mit der Weltpolitik und dann Populismus und eigentlich schon sehr absurd, was sich so im Weltgeschehen gerade abspielt und eine extreme Zeit so. Und das hat sich da oft bei uns auch eingeschlichen so. Also wir waren auch oft so ein bisschen sauer halt. Ne? Ich glaube schon, dass wir mit unserer Band Moderat, die wir mit Apparat zusammen machen, schon so ein bisschen auch polarisieren. So. Also es gibt Leute, die finden Mode Selector gut und haben mit Moderat halt nicht so viel am Hut. Die warten dann, dass wieder was passiert mit Mode Selector. Als wir begannen, bekannt zu werden, angefangen haben, so live zu spielen, hatten wir immer diesen Drang, ein bisschen wilder, ein bisschen doller. Wir sind auch sehr aus England beeinflusst, mit Drum and Bass und Dubstep und die ganze Breakbeat-Kram. Aber da gab es halt diesen Schranz. Und Schranz war eigentlich was Verpöntes und es war eigentlich nicht so cool. Aber heutzutage ist das halt so salonfähiger geworden und das ist eigentlich ganz gut. Und deswegen ist es auch so ein Bestandteil der ganzen Platte und auch vom Set am Ende geworden, dass wir einfach schneller geworden sind. Und Tempo ist ja auch so wie, ist ja so wie Gewürz, ne? Kannst du, entweder du magst es scharf oder halt lasch. Running me down for my money that's dead. Where was you when I really need help? Now flow got cheese and the baby got bread. Send my voice to Berlin, let the kid get hurt. Oh, you scared? Yeah, I've been there. If I never went first, then I wouldn't be here. I can't trust you, man. You don't write for man. If I put hands out, you might pull that out. Flohio haben wir eigentlich durch Zufall entdeckt. Wir wollten eigentlich mit einem größeren Grime-Künstler aus England einen Track machen und kannten sein Management und seine Booking-Agenten. Und die haben uns dann gleich die den Wind aus den Segeln genommen und haben gesagt, ach, das gibt nur Ärger. Hier, guck mal, Flohio, die ist total talentiert und die kennt euch und die findet euch super. Und dann haben wir einfach mit ihr Musik gemacht. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth on the way they can only well. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. Die Show, die wir hier heute nach Barcelona mitgebracht haben, ist eigentlich ein bisschen wie so ein Theaterstück. Es gibt auf jeden Fall eine Dramaturgie und es gibt auch wieder mal von der Pfadfinderei ein gestaltetes Bühnenbild, was sich aus verschiedenen Ebenen zusammenstellt. Wir machen gerade schon wieder ein neues Projekt. Also wir machen jetzt schon wieder eine neue Platte, ein neues Album auch, was so
in so einer Mixtape-Form rauskommen soll, wie so aus dem Hip-Hop ein bisschen gedacht, aber nur mit eigenen Tracks, weil wir haben wahnsinnig viel Material, was nicht auf dem Album gelandet ist. Das verarbeiten wir gerade zu einem neuen Album, was, wenn alles gut geht, dieses Jahr noch kommt. Dann haben wir 2 Alben in einem Jahr gemacht, was auch noch auf der Agenda so ein bisschen gefehlt hat.